Hallo und herzlich willkommen aus dem Ladebildschirm von World of Tanks und hier mit dem Ratiofarm, der uns seinen Centurion zeigt, den Tier 9 mittleren Panzer der Briten. Ratiofarm selber, kann man mal sagen, von den Winraten nicht sehr glücklich. 46%, da ist Potenzial nach oben, aber 21.000 Gefechte, also von dem her hat er doch schon die eine oder andere Runde gedreht in diesem Spiel. Wir haben die Karte Tundra und ich würde sagen, ausgeglichene Teams, wobei die Tendenz vielleicht doch ein bisschen eher zum Gegner tendiert, wenn man sieht, okay, 4 Orangen, 2 Tomaten, ein paar Bananen und ansonsten Gurken. Und beim Gegner ist halt eine Tomate und dann geht es erst wieder mit den Bananen und direkt den Gurken weiter. Mal schauen, wie er sich so schlagen wird und was er jetzt machen wird. Er wird hier wohl Richtung Hügel erstmal direkt sich bewegen. Ja, so sieht's aus. Badger und T-54 sind schon auf der Vorhut. So, machen sie schon was auf. Sind natürlich ein bisschen flinker. Centurion ist jetzt kein schlechter Panzer, aber für einen mittleren Panzer ist er nicht so flink. Da gibt es schnellere, wie man sieht. So, Badger ist hier schon offen. Die konnte schon den T-54 eine geben. Ah, die Support kommt hier auch. Da ist schon der T-34-2. Mal schauen. Ah, oh. Da bleibt er ein bisschen so stehen, dass er genau nicht drauf kommen kann. Ah, Auto-M, nee. Oh, WZ. Da will er drauf. Oh, der schaut aber direkt. Da muss er aufpassen. Nicht, dass ich hier direkt die erste vom WZ fängt, weil der macht schon auch Schaden. Ah, die hält schön rein auf den IS-3. Schöner Hit direkt. Oh, da. Uhuhu, da ist ein EN-100. So die Seite präsentieren und ja, da macht es ganz schön Aua. EN-100 hat geschossen. Vielleicht jetzt die Chance, einen Hit zu geben. Auto-Aim auf dem WZ und zack. Direkt die erste gegeben. So, Arti von ihm, der GBE-100 ist schon rausgenommen worden. 10er Arti ist schon weg, so schnell geht es. Das muss er hier wirklich clever und mit Bedacht spielen, weil die Gegner, man sieht hier oben, eigentlich ganz gut, die haben hier den IS-3, dann noch den T-54 und sonst die Badget, die vorher da war, ist auch schon wieder weg. Jetzt kommt der WZ vor. Der Vater zurück, will ihm vielleicht auch einen geben, nee. Bleibt dann doch da stehen. Der IS-3 kommt jetzt weiter. Gibt da einen Schuss ab und trifft ihn auch. Oh, jetzt drücken sie rum. Jetzt muss er sich zurückziehen. T-32 kettet ihn da Gott sei Dank nur. Er repariert aber. So nimmt er den... IS-3 nimmt er noch mit raus. Aber da muss er weg, weil er 100... Und er hat auch nur noch den Prototyp im Rücken. Der T-54 oben sollte sich jetzt auch droppen lassen hier. Aber der hält weiter rein. Schauen wir uns doch diese Kulisse mal oben aus der Vogelperspektive ein bisschen an. Der T-54 wird jetzt oben gerommelt vom WZ. Der Tiger fährt jetzt auch rum, kriegt jetzt sein Heck. Und da kann er eigentlich nichts mehr machen. Prallt jetzt am WZ ab. Und jetzt haben sie ihn hier im Sandwich. EN-100 und T-32 widmen sich dem schon gar nicht mehr. Ja, da war es das für den T-55. Hätte er sich fallen lassen sollen und nicht hier da oben mit Biegen und Brechen sich gegen 5 Gegner... Ah ja, da kommt das obligatorische Noob-Team. Wie soll es auch anders sein? Rheinmetall hinter ihm. So, was macht er jetzt? 4:7 aktueller Stand der Dinge. Der Gegner hat 1-10, ansonsten 8er verloren. Sein Team, 1-10er, also eine AT, beziehungsweise eine 10er AT, dann nochmal 2-9er, davon die AT und... Unten sehen wir auch, die FV-AT ist auch raus. Also sein Team spielt jetzt komplett ohne AT-Support. Die gegnerische AT hat aber sogar schon 3 Kills, die Badget. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da ist ein Tiger. Da blöppt er auf. Zack, Auto-M drauf. Man konnte ihm einen geben. So, da ist der WZ. Da muss er aufpassen. Was macht der WZ? Kommt er runter? WZ fährt... Lässt... Was macht er denn da? Da ist der Tiger.
WZ lässt sich droppen, jetzt hat er Zeit für den Tiger. Nimmt den Tiger raus, schön. Ist ganz spannend, warum der WZ da runter ist. So hat er seinem Teammate alles andere nur nicht geholfen. So, jetzt kann er vielleicht ein bisschen sich um sein Cap kümmern. T32 steht da drin, ist auch offen. Nimmt Auto-Aim und nimmt den auch hier raus, schön. 8 zu 9 gerade das Tableau. 3 Kills bisher. Und 1880 Schaden. Da kommt der WZ ja wieder. Lässt er sich jetzt auf einen Schlagabtausch ein oder was macht er? Er nimmt ihn jetzt und kriegt sogar einen mit Auto-Aim schneller raus, als er hier den selber schießen konnte. Der WZ war hier scheinbar sehr überfordert. Die Arti, die Lorraine und der Rheinmetall haben aber hier das Team von ihm gerade just in diesem Augenblick auch deutlich dezimiert. Vielleicht mal hochschauen, vielleicht findet er da oben irgendwas. Oh, da ist die Arti offen. Aber jetzt Auto-Aim hätte ich jetzt hier. Er war nicht im Bedrängnis, also da ist jetzt Ein-Aimen und Zielen mal sinnvoller. Vielleicht macht das beim nächsten Schuss, weil so ist Quatsch. Da hat er die Zeit. Da sieht man mal, wo das Auto eben hingegangen wäre. Ganz oben drauf, aber hier jetzt mit Snipen funktioniert es. Ein sehr kleines Fadenkreuz, also eine sehr genaue Kanone hat der Centurion. Das ist auf jeden Fall was, was ihn auszeichnet. Mit diesem unglaublichen Durchschlag und dieser von 268. Panzerbrechendes Hartkerngeschoss. Schöne Munitionsart. So, was macht er jetzt? Da ist der EN-100, präsentiert ihm hier die Seite. Sehr schöner Hit. Hier war Auto-Aim auch wieder absolut akzeptabel, weil auf der Seite, da geht alles gut. Oh, jetzt kriegt er einen fetten Hit. 744, der tut weh. Jetzt muss er aufpassen und hier schnell wegfahren, weil die Badget-Arti ist auch noch am Leben. So, jetzt hier der IS-4, da kommt die Lorraine und macht es mit. Er nimmt sie raus. Sehr schön. Was das Tolle ist an dieser Munitionsart, man braucht nicht allzu weit vorhalten, weil sie fliegt einfach so schnell, die Granate. Und dementsprechend kann man hier ein bisschen, ja, da gechillter sein, was das Thema Vorhalten angeht. Macht es natürlich auch ein bisschen leichter. Jetzt ist der Rheinmetall da offen. Rheinmetall bekommt er nicht. Maus ist auch irgendwo noch am Start. Aktuell aber 7 Kills. Also es läuft sehr gut. Mal schauen, wie viel er von den 3 noch abbekommt. Das wird auch so jetzt langsam der Punkt sein, wo er wahrscheinlich ein bisschen, wo ein bisschen der Flint und wo ein bisschen die Düse geht. Da ist die Maus. Battelt sich schon mit dem IS-4. Nein, jetzt nicht so. Ja, jetzt kriegt er den ersten Hit. Sehr schön. Vielleicht noch einen und der macht die 8 voll. Von vorne kommt der Rheinmetall. Aber ich würde auf der Maus bleiben, genau. Macht er... genau, die Maus ist noch weiter zurückgefahren. Blind hat er nicht getroffen, aber wenn sie jetzt so stehen bleibt, dann kriegt er sie jetzt raus, oder? Ja, schön, er kriegt sie raus. Rheinmetall unterdessen fahrt hier weiter vor, ist er auf der Brücke. Aber bleibt jetzt hinter der Felsformierung stehen. Ein schönes Wort. Kann jetzt hier leider nicht rausbekommen. Gegnerische Arti schon 5 Kills, der ist fleißig. Hier ist 4, ich wollte gerade sagen, ist leider One-Shot, aber ja. Da hat er der Rheinmetall gezeigt, wie Dr. grausam er ist. Jetzt steht's und fällt's mit ihm. Zwei Kills müsste er noch machen, dann macht er die 10 voll. Aber er hat natürlich eine unangenehme HP-Anzahl, also der Rheinmetall kann ihn da gut und gerne mal rausnehmen. Oh, die Arti hält hier schon rein. Da sollte er sich jetzt aber ganz schnell verdünnisieren, weil die hat gleich nachgeladen, beziehungsweise gleich die nächste Granate im Magazin.
Mal schauen, wo er jetzt den Rheinmetall findet. Ah, ich glaube, ich kann mich sehr gut in ihn reinversetzen, wie er da gerade sitzt auf seinem Stuhl und die Pumpe geht, das Team und der Sieg hängt von ihm ab. Er selber hat nicht mehr viel HP von beiden Panzern, kann er ein One-Shot sein. Ihm selber glücken wahrscheinlich jetzt auch nicht jeden Tag solche Runden, weil die sind ja dann doch mal was Besonderes, dass man so einen guten Lauf hat. So, wo ist der Rheinmetall? Alter Schwede, da ist die Badchefs. Ja, krass. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Badchef schießt drüber. Boah. Jetzt geht ihm bestimmt richtig die Pumpe. Also wenn es davor noch entspannt war, dann ist es jetzt aber mal richtig, richtig pumpig. So, jetzt macht er ein schönes Ding. Er fährt nicht stupide auf ihn drauf, sondern er nimmt den längeren Weg und umfährt ihn. Jetzt ist da hinten der Rheinmetall offen. Der konnte Gott sei Dank jetzt nicht wirken, hat es nicht um viel gefehlt. Der musste wohl aufgrund der Gun Depression so da hochfahren, dass er ihn eben gerade nicht bekommen hat. So, jetzt die Frage, wo ploppt jetzt die Arti auf und wo bleibt der Rheinmetall? Der fährt hier volles Karacho. Alter! Rheinmetall schießt mit HE, macht 426 Schaden. Arti jagt jetzt hinterher. Und jetzt ist eng, jetzt ist eng. Jetzt muss er ihn machen, jetzt muss er ihn machen. Und er macht den Kill, er macht den Kill. Er macht die 10 voll, 4500 Schaden. Brutal nice gespielt. Ich glaube, dir ging am Schluss echt die Düse und mir auch ein bisschen. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe euch doch auch. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da und einen Kommentar, ist gerne gesehen. Bis bald, euer Alcaramba.